Willkommen zurück zu Wolfenstein Youngblood. Ich hätte fast gesagt Fallout 76, aber mit dem Quincy6860. Hallo, hier ist Quincy6860. Den ich glaube ich gerade beim Trinken erwischt habe. Und das mir, Viraxel P. Ich habe gerade meine Grundschule verlassen. So, dann wir sollen ja jetzt erstmal ein paar Zivilisten retten, ne? Ja, wenn es geht. Wo sind die? Die sind da hinten, in die Richtung. Okay. 53 Meter von hier entfernt. Wo bist du denn? Ach, da. Ja, mir ist das egal, wie rum wir gehen. Hier sind übrigens ein paar Gegner, glaube ich. Mir war irgendwie so. Die Zivilisten sind ja hier oben. Hier oben. Warte. Ja. Ich will erstmal hier Munition sammeln, weil Munition ist immer wichtig, weißt du? Das stimmt. Bleiben Sie Berlin treu, ergeben. Ach, die sind schon reingekommen. Munition? So, wo bist du? Da oben, ich seh's. Ich bin oben. Ah, ich habe auch schon den Gegner. Stopp! An der Wand. Keine Bewegung! Ja. Die Wand. Was? Ich wechsle die Position. Ich bin oben, ja, hier. Ich hab, hast du gesehen, warum ich geschossen habe? Lass dich. Du hast mir Angst gemacht. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Cool. Das ist so ein Mist hier. Mega krass und voll extrem Jazz. Ich komm doch schon. Hätte ich gewusst, dass der Spruch so oft kommt, hätte ich den nicht als Titel genommen. Alter, hier. Weg da, sonst kann ich nicht schießen. Wissenschaftler, alles klar. Gut. Oh, Rüstung. Nee, Gesundheit. Achtung, er wechselt die Position. Finde ich gut. Ist eine Tür los. Wie kriegt er so? Weiß nicht, was er schon da hat. Ändere Position. Der auch. Oh, hier ist noch eine Kassette, eine Videokassettenhülle. Auf dem Schreibtisch hier beim Ventilvibrator. Aua, das hat wehgetan. Machst du mal. Ach nee, kriegt der gerade nicht. Ist glaube ich gerade nicht nah genug, oder? Doch, mach mal Tee, bitte. Dankeschön. Das sieht immer aus wie Stinkefinger. Ja, ich weiß, aber so ist das nun mal. Manchmal. Der ist ja doof. Ja, aber sowas von. Da schießt doch noch irgendeiner. So, jetzt müssen wir hier erstmal lang für die Zivilisten. Ach, ich habe übrigens das Dieselkraftwerk gefunden. Das war doch hier oben. Oh mein Gott. So, 48 Fähigkeitspunkte. Ich danke euch. Stufenaufstieg. Die sind der größte. Ich habe gerade zwei Zivilisten befreit, die hier vorher noch nicht drin waren. Okay. Aber gut. Wir sind jetzt Stufe 140. So, wir können jetzt gerne hier diesen Zwillingsdingsbums machen. Lass uns mal gucken. Wo steckt der schon wieder? Da steckst du am Zwillingsdingsbums. Am Zwillingsdingsbums, genau. Hier. Mama meinte zu Grace, dass Papa wieder so ist wie so. In der Moment. Hä? So. Marianne, oh, das ist doch wieder so ein... wie sollen wir sie da bitte rauskriegen? Ja, das weiß keiner. Das ist die Frage. Der Kalibrator wieder zum Laufen bringen. Der Vibrator. Da liegt sie. Bei der Propagandastation ist. Ich glaube, ich weiß nicht, wo wir da hinkommen. Nehmen wir erstmal die Münze. Bist in meiner Schulllinie! Oh Gott. Stehen hier auf einmal drei Leute. Zwei davon sind Flammenwerfer. Ich verstehe kein Wort, wenn die so ballert. Meine Güte. Ach, du bist das. Ja, ich bin das nur. Alles gut. Du tust mich eh nicht. Dafür bin ich viel zu schnell. Nein, natürlich nicht. Hier liegt noch eine Kiste, Waffenverbesserung. Hier liegt noch eine Münze. Silbermünzen und alles zu spät hier. Öh.
Hier waren wir doch auch schon, oder? Red X und Redder wähle ich hier auch noch rum, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir waren hier schon. Die Kiste eben war offen. Ne, die habe ich da aufgemacht. Hä? Da war auch nichts für mich drin. Was? Ne, hier ist nichts für mich drin. Manchmal verstehe ich die Welt nicht. Vielleicht, wenn ich zu weit weg bin, vielleicht? Das kann sein. Also sollten wir tatsächlich, ich bin mit Munition voll. So, wie kommen wir jetzt nach unten? Hier muss doch irgendwo ein... Ah, hier vielleicht? Öffnet von der anderen Seite. Also glaubst du es denn? Wir sind vorhin geschlossen überall. Ah. Hast du einen Dietrich? Nee, noch nicht. Wo ist denn das? Waren wir hier schon? Nee, hier waren wir noch nicht. Hier müssen wir aber lang. Sehr gut. Was? Wieder auf deinem Arsch hier lang schlitterst. Ich weiß. 100 Silbermünzen? Pass auf, hier ist eine Kiste. Strom, wie aus? Jo, bin dran. Ja. Ja, ich bin dran. Das ist das Wichtige. Jetzt haben wir. Ich ahne ja schon wieder was. Das ist irgend so ein komischer. Wie beim ersten Mal so ein Endgegner, weißt du? Mhm. Aber der General ist ja tot. Ja. Ah, cool. Ich hab mal ein bisschen mitgeholfen. Sie hat eine eigene. Regime-Schweine. Ihr seid vom Widerstand, oder? Ne, wo denkst du hin? Merci für die Rettung. Kein Problem. Ich finde hier schon alleine raus. Okay. Wir treffen uns in den Katakomben. Er hätte sich auch noch befreien können. Mann. Wie gesagt, Mama meinte zu Grace, dass Papa wieder so ist geschafft, wie Soph. In der Klinik Marianne damals. Ist in Sicherheit. Was soll das heißen? Geld. Keine Ahnung, Soph. Sie haben nie groß erzählt, wie sie sich kennengelernt haben. Okay. Nicht wieder auch durcheinander quatschen, ne? Ja. Ist ja fast wie bei uns. Wir haben noch nie durcheinander gequatscht. Na gut, das stimmt. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder in der U-Bahn, ne? Nein, nie. Achso, ja, doch. Ach Gott. Ja! Stimmt. Das ging ja dann. Aber wie kommen wir hier rein? Bestimmt von der anderen Seite. Ich muss hier erst mal ganz kurz was probieren. Ich muss auch mal was probieren, ganz kurz. Also dafür bin ich viel zu heiß drauf. Wieso geht das jetzt? Ach, mit Elektrokraftwerk öffnen. Ah, super. Was? Was ist? Ja, kann man nur mit Elektrokraftwerk öffnen. Auf der anderen Seite steht, öffnet nur von der anderen Seite. Toll. Dafür habe ich mich gerade ein bisschen verarscht gefühlt. Entschuldigung. Eine Kassette liegt hier rum. Ja, die habe ich schon eingesammelt. Habe ich doch schon, glaube ich. Und vorne am Hauptdingsbums, da war auch noch eine Kassette irgendwo. Hier am Hauptschreibtisch, genau, hier auf der. Eine Videokassette. Hülle. Ah! Eine Videokassette Hülle. Und Geld liegt hier auch noch rum. Auch das noch. Nagelbettreiniger. Und hey, Abby. Hat Seth dir jemals diese Quatscherei von den Weibern immer erzählt? Das finde ich auch. Ja, alles. Und dass wir noch viel über die Welt herausfinden müssen. Ich will diese Dinge eines Tages ans Licht bringen. Wenn das einer schafft, dann du, Epster. Was nennt man Büroschlaf? Gut, dann machen wir mal wieder runter. Oh, na super. Die nächsten sind schon da. Alter. Oh, nerv. Scheiße, so. Du gehst ja voll ab. Ich habe gerade versucht hochzuspringen, aber ging gerade irgendwie nicht. Was? Ich habe gerade versucht mit Doppelsprung da hochzuspringen, ging aber irgendwie nicht. Ich bin da gegen die Klappe gesprungen. Okay. Dahinter alles da. So. Uiuiuiuiuiui. Wie das sein könnte. Hör zu, Mädels. Ein hochrangiger Ingenieur des Regimes ist nahe. Schaltet ihn schnellstmöglich aus. Sag mal. Da müssen wir wieder zurück. Ja, geh hin. Pass auf. Du verdeckst meine Schusslinie. Weg da. Du bist der Hammer,
super, Jess. So genial. Ja, ich weiß. Kein Ding. Gern geschehen. So. Super. Wer ist hier jetzt eigentlich Soph und Jess? Du bist Soph, ich bin Jess. Alles klar. Ich bin wieder die Besoffene. Ja, Soph, natürlich, immer. Sophie. Miss Sophie. Miss Sophie. Alles klar, bereit machen. Same procedure. Hier oben sind schon wieder alles Gegner, ich glaube schon. Wo bist du denn schon wieder? Nach oben, natürlich, oben, wo sonst? Abby, der Ingenieur ist gut. Gut gemacht, Schwester. Ich mache hier gerade Matsch, tiefste Matsch. Fünf Schuss habe ich noch. Oh, ich bin im Bad. Wir kamen alle hinterher geschissen ins Damenklo. Ich kann das nicht mehr, bitte helfen. Oh, nee, oh, von allen Seiten. Nein, 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 nein. Waffe, andere Waffe, andere Waffe. Augenblick. Ja, ich hab nicht mehr viel. Noch eine bessere Position. Warte, warte, warte. Ich hab dich. Warte, warte, warte. Oh, oh, verdammt, ey. Ganz knapp. Ich bin wieder da und einsatzbereit. Alter Finne. Warte, ich bin da. Ja. Scheiße, ich bin getroffen. Ja, kein Problem, ich bin schon da. Oh. Zwei geteilte Leben gerade verloren, Alter. Danke, wir Nazi. Puh. Danke, Jess. Kein Problem. Das sieht ja Arsch. Sag mal. Durchaus. Und alles nur für einen Ingenieur. Ratten. Ja, wirklich wahr. Mädels, dank euch machen wir große Fortschritte. Das Regime hat eine Heidenangst vor euch. Ich dachte schon. Gute Arbeit. Die quatscht bloß immer, die soll mal ein bisschen mitmachen. Ja, ich dachte schon, jetzt schon das nächste hier für uns wieder. Wo wieder 20.000 Soldaten das bauen. So ist das bei uns übrigens, ne? Ich sag es ja nicht wo. Aber genau da ist es halt. Oh Gott, ey. Oh, ja, ist kein Witz. Du hast ein Ding noch nicht fertig. Dann musst du sagen, sag mal, hallo? Dürfen wir mal eins mal verarbeiten, bitte? Ja. Mhm. Ja, aber da ist doch wunderbar. So ist es hier auch mit der, oder? Ja, so ein bisschen, ja. Real Life. Oh, Gesundheit ist voll. Ja, das war nicht schlecht eben. Der Fight war gut. Mhm. Ja, das stimmt. So, jetzt können wir aber endlich wieder zurück in die Kanäle, hoffe ich. Sehr schön. Ja. Mir juckt die Haut, du. Die Haut? Ich hoffe nur. Ich hoffe. Ich bin schon draußen. Glaubst du es denn? Jetzt ist schon wieder der nächste Kommandant schon wieder da. Du bist ganz unten durch den Schacht wieder rausgeflitzt, ne? Ja, natürlich. Oh, Mann. So. Was? Halt so, zeig dem Regime, wer der Waffe. Ich bin am Lasergeschütz hier, auf der Mauer. Ich krieg hier doch einen Querschläger ab, ich weiß noch nicht von wem. Ach da ist der Kommandant, alles klar, ich hab ihn doch schon gesehen. Wo ist der, sieht man den von hier? Ja, den sieht man von da. Man hat es jetzt vielleicht auch gehört. Ja, es ist alles tot, glaube ich. Gut. Das nennt man Overkill, liebe Leute. Das macht nichts, das passiert regelmäßig. Bei ihm. Ich hab mich abreagiert jetzt. Wahnsinn. Das fiel gut. So, ach stimmt ja, hier ist auch noch was. Ja, ja. Oh Gott.
Von wegen, wir können zurück in die Kanäle. Schön wär's. Da oben? Ja. Wo steckst du? Ich bin hier vorm Bus gerade entfleuchtet. Ich bin jetzt auf dem Vordach. Ich könnte versuchen, ob ich hier hochkomme, aber ich glaube... Ja, ich komme hier drauf. Ich komme auf die Brücke. Ah! Oh! Hier ist natürlich, was ist ja natürlich wieder ein Maschinensoldat. Alles klar. Papier, danke, Schwester. Ich hab hier so eine Kante. Wo ist er denn? Oben oder unten? Der ist oben. Jetzt von der Position. Und unten ist auch einer, aber unten ist kein Gepanzerter. Ich sehe den nämlich da oben. Ja, ich sehe den auch hier oben. Weg hier. Zwei von den Typen. Naja. Mühsam ändert sich das Eichhörnchen aber. Huch. Kommst du runter, bitte? Ich versterbe, weißt du, ne? Ja, komm bitte mal runter. Ja, wieso? Achso, ich kann ja runterkommen. Ja. Dankeschön. Das meinte ich mit runterkommen. Alles da. Das, ich hab, ja, ich muss erstmal wieder umschalten. Stimmt, du kannst ja noch kriegen. Ja, ja, klar. Oh, Mann! Ich meine, ist ja egal, das sind trotzdem. Stress ich hier gerade, da ist rauf und runter gespringen. Ich kann hier gar keinen Schaden machen. Doch, macht man aber. Er hat gerade einen Arm verloren. Aber Achtung! Ja? Danke, Jess! Au, 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 au! Nicht sehr höflich. So, ein Mützengewehr wäre leer. Wieso durfst du die abnehmen? Ja, das stimmt. Ich hab keine Granaten mehr. Wo bist du denn? Hier hinter dir. Links hinter dir. So. Da kommt er, kommt er. Ich hab deinen Freund gekriegt. Achtung! Ja. Wenn er vor mir springt, ich krieg ihn von dir. Jetzt. Aua. Bin verwundet. Komm mal runter, bitte. Hilf mir, Schwester! Ich muss erstmal gucken, wo du bist. Ja, ich bin auch schon da. Ich bin da. Alles gut. Mann, wieder im Sattel, Baby. Krass, Mann. Puh. Junge, Junge, Junge. Das ist ziemlich heftig, aber cool. Wir sind bald alle jetzt hier.
Die haben nicht umsonst ein Totenkopf-Symbol auf dem, auf der Minimap, ne? Hm. Das heißt, die sind weit über uns, glaube ich. Ja. Wo wir schon sein sollten? Ich weiß es nicht. Weiß es auch nicht, glaube ich fast nicht. Mehr. Ich schon, aber auf die Entfernung treffe ich bloß Geländer. Eine habe ich auch nur noch. Das reicht ja hinten und vorne nicht. Hier? Ja, du musst ganz dicht ans Geländer rangehen hier. Aha. Dann könnt ihr mit dem Laser könnt ihr nicht durchs Geländer schießen. Okay. Stressig. Wo sind die denn? Kommt doch mal wieder vor hier. Tee bitte? Kann ich nicht mehr. Oh, okay. Alles klar. Ja, einer ist down. Waffenmeisterstufe erhöht, sehr gut. Alter. Komm, hin? Der war gut. Ne? Ist er hin? Ist er hin? Okay. Der zweite. So, hier ist eine Kiste übrigens. 1, 2, 3, 4. 52 Silbermünzen. Und Concept Art. Jawohl. Ja, den anderen habe ich auch wieder gestellt. Das, das ist gut. Gut geschafft, genial. Super geil. Besser geht's doch gar nicht. Ja. Hier ist noch eine doppelte Lebenkiste, die wir auch komischerweise auch brauchen. Ja, dringend. Ja. Da. Meine Güte, 24 Minuten wieder. Ja. Alter. Alter, Fühne. Warte mal, ich habe keine Munition mehr. Richtig. Ja, ja, ja. Zurück und kampfbereit. Also, keine Munition da drin. Du bist der Sieger, aber kann ich nicht schießen. Keine da. Okay, die ist leer. Das war's. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Liegt direkt neben dir. Ja, dann komm mal weiter rüber gekrabbelt. Hier hinter das Geländer. Links. Oh, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Schütze, Schütze, Arsch. Alter.
Okay, geteilt Leben verloren. Schön wär's gewesen. Ja. Ich komme zu dir. Bleib in Sicherheit. Ich bin wieder da und einsatzbereit. Komm runter hier. Hier rüber. Ist er weg oder was? Ich bin unten. Warte mal. Wo ist denn der Typ? Du bist in meiner Schusslinie. So. Weiß ich doch. Ja. Stopp. Ja. Ja. Alter, alles leer. Außer hier sind noch 13 Schuss. Hier nicht meine Schusslinie. Aua. Komm im Club. Ich sterbe übrigens. Bewege mich an ihre Seite. Danke. Los geht's! Alter, was ist denn hier ein bisschen los gerade? Hey, ist jetzt da drüben! Oh Gott! Ich hab Watz-Gets genommen. Watz. Mann! Das ist alles, was wir haben. Alter. Oh, nee, ne? Warte, ich komme. Position! Verstanden! Warte, bleib da. Zack. Ja, jetzt braucht er erstmal Munition. Zeig ihm, was du drauf hast! Jawohl! Ich hab gerade überlegt, wir haben auch nirgendwo eine Munitionskiste. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Gut. Oder doch. Schütze, einer ist da. Alter, wie? Ach, der ist doch bescheiden, ey. Der hat bestimmt eine Diesel, so eine Dieselwaffe. Boah, Gott, das war ja was. Also wenn der jetzt nicht gespeichert hat, ich glaube, dann ist hier Polen offen. Ja, das wäre jetzt total bescheuert. Ja. Install dann. Verdammte. Gut, machen wir an dieser Stelle erstmal. Machen wir an dieser Stelle vielleicht erstmal Folgenende, ne? Oder? Alles klar, ja, natürlich. Ja, würde ich sagen. Also, okay. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.